Hallo und seid herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ich bin hier draußen, aber ich bin nicht an einem Roller. Es ist einfach zu warm gewesen heute. Wir hatten es Laufe des Tages im Schatten 31 Grad. Jetzt haben wir schon gegen Abend. Es ist immer noch sehr warm und drückend, aber ich möchte noch mal was rausholen, was im Jahre 21 passiert ist. In Mai 21 habe ich euch was vorgestellt, was heute immer noch läuft und mich immer noch unterstützt. Es läuft mit einem Akku. Ihr wisst, ich habe ja auch einen Garten und ich muss ja auch ums Haus auch ein bisschen Pflege, Gartenpflege, ja, ausüben. Und letztens habe ich doch was vorgestellt. Einen neuen Akku. 20 Volt, 4 Ampere. Hier habe ich noch einen Akku, wo nur noch einer von lebt. Es waren auch mal zwei. 20 Volt, 2 Ampere. Und ihr wisst, im Mai 21, ihr könnt ja mal drauf schauen, habe ich einen Rasenmäher vom Parkside vorgestellt. So einen kleinen, zierlichen mit Akku. Und heute möchte ich nochmal das Ganze ein bisschen aufrollen und zeigen, dieser Mäher läuft noch, er lebt noch und er mäht noch. Er macht es wie am ersten Tag. Das Einzige, was ich ein einziges Mal bis jetzt gemacht habe, ich habe einmal das Blatt selbst geschärft und tagelos. Erkennt ihr ihn wieder? Den kleinen Knirps? Hier habe ich jetzt schon einen großen Akku reingepackt. Ein 20 Volt, 4 Ampere. Passt genauso rein, weil das ja hier ein bisschen großräumiger drin ist, als nur dieser 2 Ampere. Gut, er hat natürlich schon ein bisschen gelitten. Ja, gelitten könnte man oder kann man gar nicht sagen. Auf jeden Fall, er ist einfach in Benutzung. Das Einzige, was ich gemacht habe, weil ich ja teilweise mit Fangkorbmehl, der existiert eben noch und ist genauso heile, habe ich jetzt die Klappe ein bisschen hochgebunden mit Schweißdraht im Grunde. Hier ist Schweißdraht, wo ich die Klappe ein bisschen nach hinten offen halte, weil er hat ja keinen Seitenhub, sondern er schmeißt alles nach hinten weg. Das gucken wir uns nochmal genauer an. Ich muss schon sagen, dieser Rasenmäher ist echt, echt klasse. Schaut mal. Es ist extra dieser Ausschnitt dran für diesen Akku, also auch für einen größeren Akku. Deckel drauf und er ist geschützt. Hier kommt normalerweise der Fangkorb dran. Da seht ihr jetzt aber den Schweißdraht, der bis da oben hingeht. Und die Klappe auffällt. Ne? Jetzt haben wir hier, ich musste den Schweißdraht sogar verlängern, weil das schon wirklich sogar zu kurz war. Jetzt wird die Klappe hier offen gehalten. Ne? Ich bekomme nicht alles ab und das ist eine gute Öffnung. Das reicht aus. Ja, da ist meine Verlängerung. Normalerweise mähe ich immer mit einem Fangkorb, aber zwischendurch lasse ich es auch einfach mal so liegen und je nachdem, jetzt wo es so warm ist, ist es ganz gut, wenn es ein bisschen oder wenn ein bisschen Schutz drauf ist über den gemähten Rasen. So kann er nicht austrocknen oder verwelken sozusagen. Man hätte noch mehr Möglichkeiten, wenn man noch so einen Einsatz drin hätte. Mulcher. Aber den habe ich nicht. Den gibt es hier auch, soweit ich weiß, gar nicht, weil ich gar keinen Seitenauswurf habe. Spielt ja keine Rolle.
Auf jeden Fall, er mäht trotz allem gut und verteilt es auch recht gut. Genau auf dieser Wiese hat alles begonnen. Hier habe ich diesen Rasenmäher das erste Mal vorgestellt. Und ich würde sagen, lasst uns mal den ein oder anderen Zug machen. Hallo Rex. Hallo Rex. Oh, ich muss unbedingt mal die Fenster wieder putzen. Hallo Rex, mein Kumpel. Wie geht's dir? Rex, geht's dir gut? Ich möchte den Akkumäher nochmal laufen lassen. Ist das okay? Ja. Er sagt ja. Jetzt natürlich nicht, wie weit ich mit diesem Akku komme, aber die Reichweite müsste ja um einiges mehr sein. Ich denke mal, dieses Gebiet hier würde ich schon ohne weiteres allein mit diesem Akku schaffen. Soweit ich noch weiß, habe ich mit den 20 Volt 2 Ampere Akku zwischen 20 und 25 Minuten mähen können. Jetzt müsste sich eigentlich die Zeit so gut wie verdoppelt haben. Das heißt, das habe ich auch mit den 2 Ampere geschafft. Wenn die Wiese nicht zu hoch ist, ist sie höher, wird schwieriger. Ja, zum Beispiel wie jetzt in meinem Garten. Da ist das Gras schon ein bisschen höher. Deshalb, jetzt mache ich noch mal ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Vor allem, dieser Mäher ist so leicht und wendig, das ist schon echt Wahnsinn. Also der hat wirklich kein Gewicht, jedes Kind kann den schieben oder bewegen, wahrscheinlich sogar tragen. Das ist nun die kleinste Sorte davon. Wie gesagt, schaut auf mein erstes Video vor 3 Jahren,
21, da habe ich ihn auch schon vorgestellt. Vergesst das mal ganz schnell mit 20 Volt, 2 Ampere. Woher weiß ich das? Ich musste selbst noch mal in ein Video von mir gucken. Das heißt, ein privates Video. Wie lange habe ich, weil ich habe es ja ausprobiert, wie lange habe ich hier gemäht? Jetzt mit dieser Wiese, okay. Also, ich bin jetzt mit 4 Ampere komplett durchgekommen. Mit 2 Ampere war ich nicht durchgekommen. Jetzt habe ich noch mal die Ernüchterung sozusagen. Was ich jetzt noch ganz gern anfangen würde, ich würde meinen Garten gern noch mähen, aber hier diesmal mit einer Fangbox. Das heißt, ich würde den Mäher etwas höher stellen und mit einer Fangbox arbeiten. Puh, ist das warm, mein lieber Mann. Das ist die Fangbox, die ich dann natürlich Jahresende, genauso wie den Mäher, wenn das Ganze nicht mehr gebraucht wird, sauber mache. Wir können aber noch mal einen Blick unter den Mäher werfen, wie es jetzt gerade darunter aussieht, nach 3 Jahren. Das sieht doch recht gut aus, möchte ich sagen. Die Schneide, die habe ich auch weiter nach hinten gezogen, die Schneide. So, mal ein bisschen mehr Licht hier dran lassen. Die andere Seite von der Schneide sieht auch gut aus. Und der Mäher überhaupt sieht noch tadellos aus. Sicher, das Blatt, irgendwann rosten die, ne? Aber das macht nichts. Dann wird das einfach sauber gemacht und wieder losgelegt. Ihr seht, ich nehme mit dem Mäher auch immer nur eine halbe Spur, so dass ich die eine Hälfte von der Spur immer noch mal mit übermähe und so gehe ich dann immer eine halbe Spur
versetzt. Und das wird dann auch wirklich ideal, muss ich schon so sagen. Das mache ich schon jahrelang und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Drei Viertel der Wiese ist gemäht, über drei Viertel. Mit dem zweiten Akku. Ich habe jetzt nur noch ein Stückchen und das werde ich aber nicht nur heute machen. Ich zeige euch mal den Grund. Und zwar könnt ihr das sehen, mein lieber Mann, das ist so drückend und schwül und noch die Wärme. Das sollte für heute reichen. Und es ist total windstill. Kein Lüftchen geht. Das hier ist alles fertig. Bis da hinten hin auch. Und wie gesagt, ich habe noch einen Rest von den 4 Ampere Akku. Da müsste ich jetzt hier nur noch mähen und um die Ecke drumherum. Ja, die Ecke muss ich dann später auch mal angehen. Jetzt bin ich im wahrsten Sinne, boah, Junge, vor der Hitze geflohen. Und jetzt geht's erstmal rein ins Kühle. Das könnte man fast ausfrieren. Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und somit, nach 3 Jahren, läuft dieser Mäher immer noch. Das Einzige, was ich schon mal in Ordnung bringen musste, war den Schiebebügel, sondern unten den Ansatzpunkt, wo man auch umstellen kann und befestigen kann. Das zeige ich euch später mal. Das habe ich aber wieder in Ordnung gebracht. Das ist das Einzige, was nach 3 Jahren auf einer Seite mal aufgegeben hatte. Wir sehen uns im nächsten Video. Trinkt viel. Geht nicht so extrem in die Hitze und am besten in die kalte Wanne. Schade, ich habe nur eine Dusche. Egal. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.